So, Freunde, dann wollen wir mal reinschauen, was denn an einem Sonntag hier so los ist. Ja. Der Pollenflug macht mir so seit 2, 3, 4 Tagen ein bisschen was. Bisschen zu schaffen. Müsste mir mal morgen Cetirizin-Tabletten besorgen. Meine Augen sind voll am Jucken. Normalerweise habe ich erst Ende Mai, aber irgendwie, also die Allergie. Sehr gefährlich, diese Map hier in der Mitte, vor allen Dingen, wenn du hier aufgehst, dann schnell vorbei. Das ist so typisch auf dieser Map, ne? Da fahren viel zu viele Leute darüber. Hier sind genug Ziele auf, ne? Schießt halt mal wieder keiner, ne? Naja. Das ist mal wieder typisch. Er fährt vor, macht Ziele auf, alle schießen. Er fährt vor, er geht auf mit seinem Scout bei mir. Keiner eingeaimt, kein einziger. Ist einfach typisch. Einfach typisch. Das eine Team hat eingeaimte Wache-Leute, das andere Team hat irgendwelche NPCs oder Bots oder was auch immer das sein soll. Oder was. Hinter mir stehen genug Leute, es schießt nicht ein Mensch hier irgendwo mal rein. Einfach legendär. Ich weiß auch gar nicht, wofür ich Tarnung geskillt habe, weil die Scouts gehen ja mittlerweile random überall in jeden Busch auf. Jetzt mal eine ernsthafte Frage an Wargaming. Wofür soll man eigentlich noch irgendwelche Crews skillen, ne, sowas wie Tarnung auf dein Rheinmetall? Wofür sollst du das skillen, wenn sobald irgendeiner da CVS-System hat oder irgendwo vorfährt, du bist eh auf sofort? Also. Es macht teilweise gar keinen Sinn, hier irgendwie Tarnung zu skillen oder was. Es ist einfach legendär. Du gehst einfach sinnlos auf. Ja, und wie gesagt, er geht ja auch auf, aber auf ihn schießt halt keiner. Ne? Das ist halt der kleine feine Unterschied. Jetzt parkst du genau hinter mir, ne? Wenn du aufgehst, kassiere ich gleich einen Blindshot wegen dir. Ach Gott. Sehr, sehr interessant.
Ein Amorak. Auch schon lange nicht mehr gehabt. Ja. Diese Map ist jetzt auch nicht die geilste Map, die jemals erfunden wurde in diesem Spiel, wa? Und unsere Leute haben sich da auf der rechten Seite natürlich mal wieder direkt am Anfang des Gefechtes totgepusht. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Ich bin auch irgendwie von gestern, vorgestern und so müde. Ich war jetzt mehrere Tage endlich mal wieder draußen, ne? Gutes Wetter. Aber das war richtiges, so ein Marathon halt, ne? Gegnerartis auf. Ah, das sind wichtige Kills. Problem ist nur, dass die zwei Artis haben und ich eventuell jetzt abgeaimt werde.
Tja. Na, wird doch mal hier ein Spießrutenlauf. Ah, der ELC hat seinen Job eigentlich gut gemacht. Freunde, motiviert mal den Boslowski ein bisschen mit Likes und Kommentaren, damit das Video mal ein bisschen Liebe bekommt. Und checkt die Links in der Videobeschreibung, ne? Ich mache ja viele verschiedene Social Media, hab verschiedenste Kanäle, findet ihr alles in der Videobeschreibung. Unsere Artis machen sich ja auch nicht die Mühe, um mal ein bisschen wegzufahren oder so, ne? Ja, Kollege, du hast doch HP, also tu mal was. Hat sogar gewonnen. Das ist ja unbelievable, Alter. Schauen wir mal, ne? Was der Matchmaker da für uns bereithält. Schwierige Map. Schon bin ich auch. Kannst ja auch hier aufmachen, was du willst, ne? Da schießt auch keiner, ne? Spot ist er halt komplett umsonst. Guck dir das mal an. Niemand interessiert sich für die Ziele hier, ne?
Hey Kollegen, wie sieht's aus? Habt da gar keinen Bock hier auf offene Ziele? Ja, immer noch Ziele auf. Jo, keiner möchte da Ziele in der Mitte abaimen. Die gegnerischen Mediums und Scouts fahren da die ganze Zeit durch die Gegend und kassieren nichts. Und auch auf der rechten Seite genug Ziele auf. Ja, mein Team ist halt unmotiviert, ne? Noch schön müde von gestern, vorgestern, vom Feiern. Ja, und dann wird halt geschlafen, in-game. Hauptsache PC läuft, ne? Und man schläft einfach. Nützt ja nichts, ne? Ziele sind genug da, ne? Aber wird ja auch nichts abgeaimt von daher. Ja, schade, ne? Ich verstehe nicht, warum die Menschheit auf dieser Map nicht in die Mitte fährt und die Mitte nicht abaimt. Ist mir ein Rätsel bis heute. Die fahren immer nach rechts und links, aber die Mitte bleibt immer leer. Und so baust du halt keine Map Control auf, ne? Krass. Wir haben stark aufgeholt. Ah, überall irgendwelche Wracks. Schon wieder ein Wrack. Ja, irgendeiner sollte mal anfangen zu cappen, oder?
Ja, Burask, du hättest jetzt schon jede Menge Cap-Punkte sammeln können. So hätte, hätte Fahrradkette mäßig. Aber irgendwie hast du keinen Bock, ne, Bodi? Jetzt fängt meine Pollenallergie an, oder was? Ja, jetzt kann ich das gar nicht gebrauchen. Hat funktioniert. Ja, Brudis, wie sieht's aus? Wollt ihr mal aktiv am Geschehen teilnehmen? Weil sonst wird das nichts. Wie die immer noch da hinten rumgammeln, ey. Jo, wir haben durchgekippt und alle Gegner rausgenommen, ne? So muss das. Auch eine ordentliche Runde. Dann wollen wir mal gucken, ne? Ach ja. Tja, die Kollegen wollen mal wieder die Stadt nicht besetzen. Ach, come on. Und da schießt schon wieder keiner auf diesen Typen, obwohl er schon mehrfach auf war. Er war jetzt schon oft genug auf, wird aber nicht abgeaimt. Und da ist er schon wieder. Meine Güte, wie man sich schon wieder weigert.
Ja, und die Stadt fällt. Und unsere Heavys gammeln wieder an der eigenen Base. Und unser TD Base campt. Ja, wir haben auch AFK-Panzer, so wie es aussieht. Dieser WZ gammelt im eigenen Cap-Kreis. Ah, sieht alles nicht so lecker aus hier, ne? Ah, und da ist er schon wieder auf. Schon wieder niemand eingeaimt. Ja, Lakeville ist halt so eine Map, ne? Wenn die Leute hier nicht vernünftig mitspielen. Nö, also mit diesem Team wird das hier nichts. Nicht mit diesem Team, Alter. Ja, Leo PTA, ich würde mal sagen, du bist zu spät. Leopard 1 und Leo PTA und so, ne? Einfach nicht mitgespielt mal wieder. Einfach mal wieder nicht mitgespielt, ne? Schön hinten in der Ecke gegammelt. Typisch Lakeville, ne? Immer schön AFK in der eigenen Base rumschlafen und das Spiel verlieren. Legendary. Ja. Absolut sinnfreies Gameplay hier, ne? Ja, und unser TD ist tatsächlich AFK. Sinnlos, einfach sinnlos. Also muss man sich nicht wundern, ne? Einer ist komplett AFK und die ganzen Heavys hocken wieder in der eigenen Base. Der mit der Frontpanzerung auch. Und da muss man hier. Das Ding hat auch Frontpanzerung ohne Ende, der K91er. Tiger 2 schön in der eigenen Base am Rumschlafen. Also, wenn die Leute nicht in die Stadt fahren, ja, wer soll denn die Stadt verteidigen, Alter? Wer denn? Die Arty oder ich als Scout oder was? Komplett lächerlich. Ey, diese Taktik auf Lakeville, die Leute fahren, ist einfach komplett lächerlich, Alter. Wie kommt man auf die Idee, mit den Dingern da in der eigenen Base so rumzuschlafen? Raff ich nicht, keine Ahnung. Macht überhaupt keinen Sinn. Macht überhaupt keinen Sinn. Machen wir mal heute ein bisschen länger, ne? So, länger als eine halbe Stunde. Eine Runde machen wir noch. Freunde, denkt dran, Videobeschreibung abchecken, Likes da lassen, ein paar Kommentare und Kanal abonnieren, das wäre super nett.
Ach, wie süß, der Gegner hat einen VK-72er, ey. Warum auch nicht, ne? Der wird auch nicht abgeaimt, wenn er aufgeht. Das ist ja nett. Das ist total nett. Guck mal da. Also bessere, einfachere Ziele kann man den Leuten ja nicht bieten. Ne? Der VK stand seitlich und der ist auch auf. Schießt einfach keiner. Guck mal da, guck mal da. Ja, und die Gegner dürfen so nah wie möglich an mich ran. Keiner aimt die Viecher ab und die Mitte ist auch allgemein schon wieder nicht besetzt. Ja komm, Rafutor, es wird Zeit. Hätte ich doch mal einen Rafutor, der mitfährt und mitschießt. Das wäre mal was. Zwei Brände hintereinander, ey, dass ich das noch erleben darf. Was war denn hier los, ey? Wow. Wer hätte das gedacht? Trotz unfair Matchmaking, dass wir... LOL. Wird das auf einmal so eine richtig coole Runde so. Wer hätte das gedacht? Haben wir ein bisschen länger gemacht heute, aber passt schon, ne, Freunde? Der Boslowski macht gerne Überstunden für euch, hör mal. Was ist denn los mit euch? Freunde, es ist sehr, sehr wichtig, dass so ein kleiner Kanal mit Likes versorgt wird, weil das ist die einzige Chance hier bisschen voranzukommen. Also würde ich mich sehr freuen. Ja, und ansonsten Streaming-Kanal und alle anderen Social Media findet ihr in der Videobeschreibung. Und was haben wir jetzt für eine Winrate? Oh ja, 3 von 5 gewonnen, passt. Bis später, danke fürs Zugucken.